Schönen guten Tag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Ich habe die Ergebnisse von Ihrem Test und ja, es sieht wirklich nicht gut aus. Es ist nicht so, dass Ihnen jetzt von heute auf morgen schlecht gehen wird, aber ja, ich kann Ihnen höchstens noch 3 Monate geben. Es gibt wirklich Menschen, die bekommen genau solch eine Nachricht täglich. Und klar, ist das erstmal hart, damit umzugehen. Es gibt eine Sache, die man aus solchen Meldungen lernen kann. Und das ist einfach, dass man seine Zeit, die man hat, nutzt und dass man nicht immer nur langfristig plant, sondern auch mal kurzfristig plant. Und wenn man Ziele hat, die man gerne erreichen möchte im Leben, die man sofort erreichen kann, dass man die nicht auf die lange Bank schiebt. Und deshalb haben wir uns heute überlegt, wir möchten genau diese Frage einfach mal Menschen stellen. Was würdest du tun, wenn du nur noch 3 Monate zu leben hättest? Let's go! Was würdest du tun, wenn du nur noch 3 Monate zu leben hättest? Ich glaube, wenn ich nur 3 Monate zu leben hätte, würde ich einmal mit meinem Hund um die Welt reisen und mit ihm gemeinsam Sachen entdecken und ja. Alles klar, was würdest du tun, wenn du nur noch 3 Monate zu leben hättest? Auf jeden Fall erstmal die Familie anrufen, Schwester, Mutter, Vater, Oma, Opa, muss sein. Ja. Und dann einmal in Globetrotter kaufen, was ich möchte und ab in die Wildnis. Ich denke, ich würde meine Arbeit kündigen und eine schöne Reise machen. Wohin geht's da? Was wäre so ein Ziel, wo was kribbelt? Ägypten. Okay, ja. Pyramiden. Schön warm auf jeden Fall. Was würdest du machen, wenn du nur noch 3 Monate zu leben hättest? Ja, also ich glaube, ich würde erstmal eine Bank überfallen, damit ich erstmal Geld habe, um shoppen zu gehen. Was wäre dein erstes Ziel? Wo würdest du als erstes hinwollen? Gute Frage. Ist ein bisschen riskant, aber vielleicht Indien. Da war gerade eine Freundin, fände ich ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Hund da mitnehmen kann. Das stimmt, ja, aber kriegt man, denke ich mal, organisiert. Ne? Wenn man nur noch 3 Monate zu leben hat, dann kann man würde das ich irgendwie das machen. Und wenn nicht, würde ich es halt riskieren. Dann würde ich einfach so mitnehmen. Wildnis, also so fernab von Städten? Am liebsten, also Kanada auf jeden Fall. Asien war ich schon, da muss ich nicht unbedingt nochmal hin. Und Südamerika, so einfach einmal fernab der Zivilisation, da wo die Leute noch nicht der Medien, in der Medienlandschaft gefangen sind, einfach mal fernab. Also wir sind gerade am Laden vorbeigelaufen, da haben wir so eine große Reisetasche gesehen. Da würde ich meine erstmal einpacken und dann würde ich, um ein bisschen Geld zu sparen, noch mit ihr nach Australien fliegen. Cool, was würdest du machen dann? Ja, Australien ist sehr gut, da war ich auch schon mal und da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal wieder hin. Alles klar, jetzt frage ich mir noch ganz kurz den Hund. Was würdest du tun, wenn du noch 3 Monate zu leben hättest? Marley, was sagst du? Die ganzen Leute haben alle interessante Sachen zu erzählen, was sie denn tun würden, wenn sie nur noch 3 Monate zu leben hätten. Jetzt möchte ich dich fragen, was würdest du denn tun, wenn du nur noch 3 Monate zu leben hättest? Und schreib das mal in die Kommentare. Würdest du vielleicht nochmal die Welt bereisen? Würdest du vielleicht deinen Job sofort kündigen? Würdest du vielleicht etwas ganz anderes machen? Deine Zeit vielleicht lieber mit Malen oder Zeichnen oder Gitarrespielen verbringen, anstatt zu arbeiten? Das alles sind für dich sehr, sehr wertvolle Informationen. Weil bei mir ist das so, immer wenn ich mal vor einem Punkt stehe und weiß nicht mehr weiter, dann frage ich mich genau diese Frage. Was würde ich tun, wenn ich nur noch 3 Monate zu leben hätte? Und da kommen auf einmal ganz, ganz viele Gedanken, Träume und Ziele. Und den Träumen und Zielen, denen gehe ich dann sofort nach. Weil im Endeffekt, du weißt nicht, ob du noch länger als 3 Monate leben wirst. Das kannst du nicht wissen. Und ja, gib mir einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn dich das inspiriert hat, vielleicht deine Ziele anzugehen. Und abonniere natürlich den Channel, dann siehst du noch weitere solche Videos und noch vieles mehr. Bis dann, dein Alex.